Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ich war in der Früh schon sehr motiviert, ich habe schon Sport gemacht, während die Kinder noch geschlafen haben, aber während ich Sport gemacht habe, sind die Kinder aufgewacht. Ich habe sie dann einfach zu mir geholt, die haben ihre Milch getrunken, Marion hat mir von der Wippe aus zugesehen. Ja, hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich konnte auch schon alles wegräumen, während Medina ihr Frühstück hier isst. Marion ist da in der Wippe. Ja, hier konnte ich schon halbwegs das Chaos beseitigen, da ist nur mehr das Gesichts... Was schlappen. Ich habe noch nichts gefrühstückt, Moment jetzt aber von der Arbeit aus. Ich frühstücke dann mit ihm. Er kommt jetzt dann noch gleich und ja, ich warte jetzt noch, bis Medina fertig gegessen hat. Und dann werde ich duschen gehen, weil so lange kann sie nämlich nicht im Hochstuhl warten auf mich. Kannst du dir ein bisschen gehen? Leute, es gibt jetzt Frühstück für uns, Avocado-Brot mit einem Zucchini-Käse-Omelett. Ein bisschen Gemüse dazu. Für mich gibt es noch Mozzarella-Salat mit Tomaten, er mag das nicht. In der Früh habe ich noch meinen Ingwertee. Er hat jetzt keinen. Ja, jetzt frühstücken wir. Wir sind jetzt noch schnell einkaufen, denn wir erwarten heute Besuch. Und morgen erwarten wir Besuch. Und damit wir nicht heute und morgen einkaufen gehen müssen, machen wir das schnell jetzt alles. Ja. Heute werden wir asiatisch, also habe ich vor, asiatisch zu kochen. Und für morgen weiß ich noch nicht ganz. Wir haben heute außerdem Medinas Rad mitgenommen, aber sie zieht das eher hinter sich her, anstatt drauf zu sitzen. Okay. Okay. Leute, wir schauen immer so, also ich schaue immer vom Handy. Ich habe so eine App, die heißt Aktionsfinder. Ja, das schaut lecker aus. Das oder Oreo? Oder willst du einen Nussini weg und das auch nehmen? Na, Nussini ist schon gut. Dann so. Ja, oder Leo weg. Leo ist nicht so krass. Ist nicht? Geht. Wie du willst. Mir ist egal, du weißt. Ich kenne nur, also ich mag nur Nussini. Leute. Das schaut schon heftig aus. Ich schaue nämlich immer vom Handy. Und da wir Besuch bekommen, passt das perfekt. Was bist du? Das ist auch im Angebot, das Ends kaufen, wenn es gratis. So? Na, passt schon. War schon gut. Ja, finde ich auch. Komm. So, und jetzt noch Getränke. Komm, das reicht. Avocado und Getränke, gell? Ja. Jetzt haben wir noch hier ein paar Fahrradsachen gekauft und müssen nicht mehr zum Aviamarkt, denn die hatten auch alles. Und Leute, das lieben wir. 50 Euro haben wir gezahlt. Unser Ersparnis heute 33 Euro kostet. Ja, aber man muss sagen, Getränke haben wir nur viel gespart. Ja. Und das war alles so, zwei kaufen, zwei gratis. Wir hatten gerade einen Autounfall. Nein, einen Auffahrunfall. Ja, einen Auffahrunfall, echt. Ich sehe nichts mehr. Schau, wenn nichts ist, muss ich mich verstehen. Fotografiere halt sein Auto. Film sogar. Ja? Was? Film sein Auto. Mach mit Blitz, mach mit alles. Leute, wir hatten jetzt gerade einen Auffahrunfall. Es ist natürlich sehr, sehr blöd gelaufen. Der Herr ist sehr, sehr unfreundlich. Ich meine, ich kann es verstehen. Papa? Ja, Papa, mach's und Gula. Ich kann es echt verstehen. Ich würde es, also... Ich würde es auch nicht feiern, wenn mir jetzt jemand hinten reinfährt, aber es ist unabsichtlich, das macht ja niemand absichtlich. Die tauschen sich jetzt ihre Daten aus, haben so einen Unfallbericht ausgefüllt, Leute, wie... Oh Gott, das ist jetzt schon der zweite Auffahrunfall in weniger als in einem halben Jahr. Man muss dazu aber echt sagen, Momo ist, ist eigentlich voll der gute Autofahrer, viel besser als ich. Und seine also er hatte bis jetzt nie einen Unfall. Er hatte drei Auffahrunfälle. Eins war wegen mir, weil er mich abgeholt hat. Und zwei mit mir. Medina packt auch nicht mehr. Leute, was wir zur Zirke gekauft haben, wisst ihr ja. Momo hat jetzt außerdem Medina zum Schlafen hingelegt. Wir haben es ein bisschen eilig. Unser Besuch kommt in... Also sie kommen so um 6 Uhr. So in einer Stunde dann, plus minus. Und ich muss noch alles einräumen und anfangen zu kochen. Deswegen, ja, räume ich das jetzt schnell alles ein. Unser Besuch ist gekommen, ihr könnt es sicher hören. Ich habe schon die Sachen vorbereitet. Wie gesagt, heute gibt es asiatisch. Ich mache Nudeln mit knusprigem Huhn. Das Rezept habe ich schon mal online gestellt. Ich verlinke es euch aber nochmal in der Infobox. Dafür habe ich die Sachen vorbereitet. Jetzt mal, wenn ihr das Rezept seht, dann wisst ihr, was ich meine. Und ich mache dazu auch Avocado-Maki. Dafür habe ich den Reis jetzt schon hier ready. Ja, let's go.
es wird jetzt gekönnt. Soße kommt jetzt noch drauf. Maggi ist auch fertig. Medina kriegt auch ein bisschen süß-sauer. Wow, wow. Bonedito. Als Nachspeise gibt es noch eine Sachertorte. Heute eine gekaufte Torte. Nach dem Stress hatte ich keine Zeit. Und ein Kaffee gibt es noch für uns Erwachsenen. Guten Morgen, Freunde. Neuer Tag. Gestern war seine Schwester noch richtig lange da. Und nachdem sie gegangen sind, waren wir halt richtig müde und sind dann schlafen gegangen. Wir haben es irgendwie nicht richtig verarbeitet, dass wir gestern einfach einen Unfall hatten. Aber Gott sei Dank, uns ist ja nichts passiert. Um ehrlich zu sein, ist den Autos auch nichts passiert. Ja, aber das wird dann einfach die Versicherung abklären. Wie gesagt, am wichtigsten ist natürlich, dass uns und denen nichts passiert ist. Natürlich ist es blöd gelaufen, aber dadurch, dass wir halt auch Besuch bekommen haben, anschließend darauf, war es eigentlich schnell vergessen. Ich hoffe einfach, dass ja, nichts Krasses rauskommt. Wir werden jetzt auf jeden Fall was frühstücken und den Tag starten. Heute erwarten wir nämlich auch wieder Besuch. Wir haben gefrühstückt, Leute, und das Wetter ist heute so, so schön. So schön, dass wir sogar die Vorhänge zuziehen mussten, damit wir ordentlich frühstücken können. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen vorbereitet für den Besuch später. Heute gibt es ein Auberginengericht. Es heißt auf Türkisch Kadeljarık. Heißt das so? Wird die Kleine jetzt noch gestillt. Momo hat, also eigentlich hatten wir vor, alle runterzugehen, aber es geht sich zeitlich wahrscheinlich nicht mehr so aus, bis unser Besuch kommt. ja, deswegen geht er jetzt noch runter. Oi, oi, oi. Und Mariam passt nicht mehr in den pinken Teddyanzug. Die Tür ist gerade zugefallen. Aber Medina hat so Spaß daran, Türen auf und zu machen. Hi. ja, sie braucht jetzt Größe 62 schon. Die Zeit vergeht echt mega schnell. Ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht, mich auch angezogen. Sie verspäten sich ein bisschen, aber damit habe ich, um ehrlich zu sein, gerechnet. Ist auch gut so, denn ich fange erst jetzt an und würden sie pünktlich sein, wäre das in 15 Minuten. Aber alles ist gechillt. Momo ist mit den Kindern jetzt in den Park gegangen, ein bisschen frische Luft. Und dadurch, dass sie ein bisschen später kommen, werde ich mich jetzt auch kurz auf den Balkon setzen und ein bisschen die frische Luft genießen. Heute gibt es ja ein Auberginengericht. Die Auberginen hatte ich im Ofen und auch schon rausgeholt, aufgemacht und mit der Gabel ein bisschen aufgeschlitzt, damit ich dann die Füllung reingeben kann. Die Füllung ist jetzt auch fertig. Ich habe dazu eigentlich schon ein Video gedreht, aber da drin ist einfach faschiertes. Kommt halt drauf an, wie viele Auberginen ihr macht. Zwiebel, Pfefferoni klein gehackt. Als Gewürz habe ich Salz, Paprika, Edelsüß, Pfeffer und Kimion genommen. Und dann habe ich noch ein bisschen gehackte Tomaten hinzu, damit es ein bisschen flüssiger ist. Und zum Schluss, eben jetzt vorhin, habe ich ein bisschen Petersilie hinzugefügt, damit es ein bisschen grüner aussieht und für den Geschmack das jetzt so ein bisschen köcheln. Dann fülle ich es auf. Er räumt währenddessen den Geschirrspüler aus, damit wir ihn dann wieder einräumen können. Schaut, so läuft's. Mariam ist in der Swim to Sleep, Medina macht ihren Mittagsschlaf und ja, wir kochen weiter. Im Ofen sind außerdem schon meine Ofenmantels. Alles gestresst hier, aber ja, es ist eh noch frisch im Ofen. Und jetzt mache ich die Soße. Ja, aber hast du eine spannende Soße dann? Leute, Essen ist ready jetzt. Unser Lieblingssalat ist auch dabei. Medina hat auch ihre Portion. Ich habe etwas von der Füllung rausgenommen. Hast du mal und jetzt, let's go. Ich habe nur eine Frage noch. Hat hier jeder Erdbeeren? Ich hoffe, ich habe es aufgeteilt. Weil ich habe so gesagt, eins ist groß, eins ist klein und dann habe ich halt aufgeteilt. Es gibt auf jeden Fall Knödel, wie ihr gehört habt, ein Nougat und ein Erdbeer. Von allen abgesehen. Noch ein paar Süßigkeiten und jetzt werden wir switchen. Ich habe Momo vor 10 Minuten gebeten, das zu machen. Ich werde gewinnen. Er wird gewinnen, das sind ganz große Worte. Sie wurde fast fett angekotzt. Aber Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank war ein Mulltuch dazwischen und jetzt wollen wir wieder irgendwas auf Netflix spielen.
Trivia Quest. Adieu. Medina ist gut gelaunt, sie hat Bidji-Bidji gemacht. Ui. Ui. Du machst gerade so, als wärst du neu im Business. Sie macht YouTube, sie macht. Wie sollen wir posen, wie sollen wir posen? Leute, Medina schläft jetzt. Maram ist noch hier neben uns. Und ich spiele jetzt nach langem eine Runde Skippo. Aber jetzt mal mit wenig Karten, weil wir haben alle vergessen, wie das Spiel geht. Gewinnen, Leute. Ja. Ich auch. Aber ja, kurze Probe. Bunde. Ja, wir alle haben keine Ahnung. Ja. Wir decken jetzt alle auf. Zwei, drei. Moritz. Okay. Moritz, ihr habt's urgut. Oh, was passiert hier? Schere, Stein, Papier oder was? Nein, nein. Ja. Bruder, im Schere, Stein, Papier. Nein, ich muss das zuerst ablegen kann. Wir ablegen einmal so L-Kartlar bunlar. Wer fängt ja, an, Leute, ihr merkt. Es war 2-1 und dann 3. Es war 2-1, Moritz. Wer fängt an? Ich schwöre, es gibt keine 1. Ich schwöre nicht. Gestern, Moritz. Ich bin nicht dein Moritz. Ja. Lass du Jock? Lass mich gestern. Ich habe meine Karte. Wo sind die? Du hast genommen, gell? Ich kann nur noch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was wir heute jetzt noch machen. Hm? Wer hat das aufgemacht? Adam. Wo ist Blödsinn gibt, Adam macht gleich auch. Erste Runde Skippo habe ich gewonnen, aber das war nur Probe. Zweite Runde hat ewig gedauert, weil wir die ganzen Videos angeschaut haben, aber Asuda hat gewonnen. Es ist 2 Uhr nachts. Ist ja schon 2 Uhr? Es ist 2 Uhr nachts. Leute, sie schauen sich irgendwelche Verbrechen-Videos an. Verbrechen, ja. So. Mord. Sherlock Holmes. So, Mord. Noch besser. Noch besser. Wenigstens schlafen beide Kinder jetzt. Wir beobachten sie alle vom Babyfon. Na, das sind ja ungelöste Fälle, oder? Nein, das ist gelöst, aber auch ungelöst. Also muss noch letzte Woche. Er ist gestorben. Also er ist gestorben, aber. Ja, wir versuchen jetzt den Fall zu lösen. Und wie wir. Ja, Leute, um 2 Uhr nachts, das macht man so heutzutage. Ja. Oh mein Gott. Aber es ist echt gruselig. Also. Adam und Arthur sind jetzt nach Hause gegangen. Wir haben uns noch jetzt bei dem Verbrechen gelandet noch. Oh mein Gott, das ist alles so gruselig. Und voll, oh, das hat uns auch voll zum Reden jetzt gebracht. Also die Eltern tun mir von denen, das sind ja alles, jeder ist das Kind von irgendwem und die Eltern tun einem halt richtig leid. Ja, das ist schon, also solche Fälle sind richtig schlimm, weil es ist einfach, ja, warum es schlimm ist, brauche ich nicht erklären. Es ist einfach richtig schlimm. Ich verstehe nicht, warum wir uns das jetzt um 2 Uhr nachts angeschaut haben. Ich werde fix nicht schlafen können und wenn ich schlafe, werde ich darüber träumen. Ich werde das noch krass bereuen. Aber sonst war der Abend sehr, sehr schön. Generell der Tag war sehr schön. Die Kids lieben die. Wir haben alle Kurzspuren. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt schon 2 Uhr. Ich werde versuchen, auf jeden Fall zu schlafen. Und ja, das war es deswegen auch schon von diesem Video, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, was so Gerichte angeht für den Besuch. Ich tue mir selbst nämlich immer voll schwer, weil wenn ich weiß, wir bekommen Besuch, dann denke ich mir als erstes, was soll ich kochen? Und hoffe deswegen, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, also als Inspiration für euren nächsten Besuch sein. Deswegen könnt ihr hier an dieser Stelle, wenn ihr euch dieses Video bis zu diesem Teil hier angesehen habt, ihr wisst Bescheid, Leute, die Waren wissen Bescheid, dann könnt ihr gerne mit Besuch kommentieren, denn dieses Video besteht aus sehr viel Besuch, Leute. Ja, also wenn ihr euch dieses Video bis zu diesem Teil hier angesehen habt, dann kommentiert mit Besuch, Leute, und sonst bis zum nächsten Mal.